rum. Einer weniger. Habe ich irgendwas Schlaues, was ich dem entgegenwerfen kann? Ne, habe ich nicht, oder? Scheiße. Juckt den überhaupt nicht. Juckt ihn kein Stück. Wir haben ihn in die Enge. Nein, hast du nicht. Du hast ihn nicht in die Enge. Du dachtest nur, du hast ihn in die Enge getrieben. But you did not. You most certainly did not. Aua, das hat mir auch wehgetan. Aber nur ein bisschen. Seht ihr, geht auch in Schnellvariante. Geht auch in der Schnellvariante. So. Ah, wie dumm. Das war alles normal machen, ey. Mann, das ärgert mich total. Aber so richtig ärgert mich das. Haben wir die schon befreit? Können wir nochmal machen. Zack. Danke. Ich dachte schon, das war's. Das wär's auch gewesen, wenn ich nicht so vergesslich gewesen wäre. Bunker. Welcher Bunker? Ja, der Bunker ist, glaube ich, richtig, oder? War das der, wo ich beim letzten Mal raus bin? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, sieht aber so aus. Sieht aber so aus. Ah ja. Genau, hier erzählte ich dann von den Bunkern in Dänemark. Scheiße, ey. Ärgerlich, das ist. Dann können wir gleich noch ein bisschen ballern. So richtig ballern, meine ich. So richtig, richtig, mit allem, was dazu gehört. Was das für ein Geräusch war, weiß auch keiner. Weil ich gerade überdeckt habe. Na komm. Upsala. Wo wir an dieser Stelle nochmal speichern, diesmal überspeichern. Da sind wir doch. Diesmal überspringen wir das Ganze auch. Hallo? Junge. Alter Finne, was gehe ich denn ab? Alter, wie ich abgehe. Wie geht der Eskat denn ab? Warte, der ist auch tot? Da hinten sind noch welche. Der fällt einfach um. Der erscheint einfach. Kann ja auch mal sein. Weil warum auch nicht? Alter, voller Morgen schießen hier. Mist. Mein Gott, ey. Voll übertrieben. Aber so richtig übertrieben. Mist. Ja, jetzt meine Lunge schon mal leer.
Bum, 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 bum. Nehmen wir den. Mist. 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 Ah, geht doch. Bedeckt halten. Ich halte mich sowas von bedeckt. Ich sehe nur nichts, dummerweise. Gerade im Moment. Ist ein bisschen ärgerlich. Da ist einer. Hodentreffer, da habe ich ihn doch. Den sagenumwogenen Hodentreffer. Legenden ranken sich um ihn. Bereits. Ah, das war's schon. Perfekt. Speichern. Damit es dann nicht nochmal passiert. Dick erstmal die beiden Panzer. Komme ich da irgendwie hin? Schnell genug? Wer sind Sie? Stand da eiskalt ein Scharfschütze direkt vor mir. Kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Stand direkt vor mir. Da hinten war auch noch einer. Ist ja wohl nicht deren Ernst. Jetzt kommen mir überall Scharfschützen aus der Ecke. Ich gehe ja kaputt, ey. Was ist denn nun los? Alter, hüpft doch mal woanders hin, bitte. Das zweite Fahrzeug. Das hat sich gedacht. Nö, ich will heute nicht. Hat sich das gedacht. Scheiße, nein. Abbrechen. Ah. Okay, nehmen wir die wieder mit. Ja, aber soll ich denn an der Landmine jetzt vorbeikommen, ey? Ja, das ist ja die perfekte Stelle, ey. Kann man die werfen? Ne, kann man nicht. Scheiße, ey. Nehmen wir die wieder mit. Ich könnte eine Handgranate rüberwerfen, aber das bringt glaube ich auch nichts. Das juckt den gar nicht. Weil die mich verarschen, das juckt den überhaupt nicht. Kann ich denn ernst sein? Hat den das gar nicht interessiert? Ich gehe ja kaputt, ey. Aber immerhin lebe ich nochmal. Ach, nicht laden. Nein, 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 nein. Speichern, speichern, speichern. Los, speichern. Immerhin lebe ich noch. Das ist schon mal eine Menge wert. Immerhin bin ich noch nicht tot. Aber dieser Sniper vorhin, der war mega witzig, stand einfach vor mir. Und denkt sich, huch, wer sind Sie denn? Und ich denke mir, huch, wer bist du denn? Und dann lachen wir uns beide huch und ja. Na? Das Ende kennt ihr ja bereits. So, ich brauche jetzt definitiv mal eine Landmine. Und ich muss gucken, wo der lang fährt. Dann dreht er an der Stelle wieder um. Und fährt genau hier rüber. Okay.
Warum steht der einfach nur da? Fällt mir gerade gar nicht. Okay, der fährt da lang. Getroffen? Nicht wirklich, ne? Ich habe ihn nicht mal getroffen. Ach, guck mal, da ist noch so ein Kriegsding. Kiste, Gedöns. Lesen wir mal. Anmerkung zum Überleben. Die Sandstürme. Versuche nicht, bei schlechter Sicht voranzukommen. Suche während eines Sandsturms Schutz im Windschatten eines Hügels. Markiere deine Marschrichtung mit einem Pfeil auf dem Boden, zum Beispiel mit Hilfe von Steinen, die Sandstürme die Landschaft verändern und Orientierungspunkte verschleiern können. Bedecke dein Gesicht mit einem Stück Tuch und drehe dich mit dem Rücken zum Wind. Du musst nicht befürchten, vom Sand begraben zu werden. Sandstürme sind nicht so gefährlich wie Schneestürme. Jetzt true. Das ist in der Tat allerdings richtig. So, und das Ding ist gleich weg. Macht nämlich gleich Bumm. Macht gleich Bumm. Es hätte Bumm machen sollen. Eigentlich. Warum hat es sich Bumm gemacht? Warum hat es sich Bumm gemacht? Warum hat es sich Bumm gemacht? Boah, wie viele da waren. Alter Finne. Warum hat es denn nicht kabumm gemacht? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich dachte, das würde gehen. Okay, der ist in die andere Richtung, Gott sei Dank. Okay, glatt vergeigt. Ich brauche noch mehr Munition für meinen Dingens hier. Nicht für die Wellrot, für den Panzerschreck. Panzerschreck-Mo. Hier war überall die ganze Zeit immer welche. Ich habe die ganze Zeit welche gesehen. Weißt du, und jetzt, wo ich sie brauche, finde ich sie nicht mehr. Kann nicht deren Ernst sein. Ist doch wohl echt nicht deren Ernst. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Scheiße, da ist einer. Da ist ein Scharfschütze. Ah, kacke, da ist ein Scharfschütze oben auf dem Berg gewesen. Crap, 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 crap. So, ein Pennergesicht. Warum fliegt dieses Gefährt nicht auseinander? Ich habe doch eine Mine hingelegt. Wollen mich denn verarschen? Na, dann halt hier lang. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diesen Scharfschütze kriegen. Wo ist er denn? Nur gesehen. Da war doch einer. Ich hab den gesehen. Ich bin mir da absolut sicher. Vor allem, wie ich irgendwie diesen Panzer kaputt kriegen muss, einfach mal. So eine Scheiße. Mit natürlich Scharfschützen im Rücken geht das natürlich nicht so einfach. Ein Scharfschütze. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß erzählt. Ich hoffe, das war einer. Das hat sich zumindest angefühlt wie einer. Weil wer soll ja sonst groß sein? Die Frage ist nur, wo ist der? Theoretisch müsste ich ihn ja sehen können. Hm? Wo ist denn der? Ich sehe gerade gar nichts. Ich sehe, dass da vor mir einer ist. Ich weiß nicht, ob das der Scharfschütze ist. Nein, nicht laden, Mann. Speichern. Speichern, speichern. Zurück. Zurück.
Vielleicht war es auch kein Scharfschütze. Vielleicht habe ich mich tatsächlich verguckt. Wäre natürlich erfreulich, muss man an dieser Stelle mal sagen. Wie der sich hier durchschleicht. Guck dich da mal an. Ein Penner, ey. Schleicht sich voll hier durch. Ein Drecksack. Aber die Rechnung hat er ohne mich gemacht. Weil ich bin nämlich auch noch hier. Und scheiße. Ha. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Waren das jetzt die beiden, die hier hinten immer standen, oder sind das noch schon wieder andere? Ich muss erstmal die Panzerschreck tauschen, weil ich habe eh keine Munition mehr. Und Panzerschreck ohne Mu ist auch ziemlich sinnlos. Generell erstmal. Kann ich aber mit nichts rumlaufen. Oder mit einem Stück Taschentuch. Mit einem nassen Handtuch kann ich da gegen den kämpfen. Mit mehr nicht. Hat den gleichen Effekt.